Von den Regeln her ist meine Gastfamilie tatsächlich sehr locker. Ansonsten, ich sollte nicht zu lange nach draußen gehen. Sie haben jetzt aber keine Deadline gesetzt, sage ich mal, keine Ausgangssperre mäßig, wann ich nicht mehr rausgehen darf. Ich bin auch jederzeit eingeladen, Freunde mit herzubringen. Das ist tatsächlich bei unterschiedlichen Familien auch anders. Hallo, ich bin Luisa, ich bin 15 Jahre alt und momentan mit Kulturwerke Deutschland in Irland. Und ich erzähle euch heute ein bisschen was über meine Gastfamilie, wie die so aussieht, wer Teil davon ist und wie mein Leben so abläuft hier als Teil dieser Familie. Und genau, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video und es ist ein bisschen interessant und ihr könnt vielleicht was mitnehmen. Genau, viel Spaß! Von den Regeln her ist meine Gastfamilie tatsächlich sehr locker. Das Einzige, was sie mir gesagt haben, was ich machen sollte, ist halt mein Zimmer ordentlich zu lassen. Ich sollte auch im Haus keine Unordnung machen. Und ihnen ist es lieber, wenn ich vor 9 Uhr abends duschen gehe, weil einfach das danach schon sein kann, dass irgendwer schläft oder so. Deswegen gehe ich dann einfach früher duschen, was aber auch kein Ding ist. Ansonsten gibt es tatsächlich bei uns nicht so viele Regeln. Außer, dass halt alles sauber bleiben sollte. Aber das ist ja sowieso irgendwie selbstverständlich. Ansonsten, ich sollte nicht zu lange nach draußen gehen. Sie haben jetzt aber keine Deadline gesetzt, sage ich mal, keine Ausgangssperre mäßig, wann ich nicht mehr rausgehen darf, sondern ich soll einfach mit ihnen in Kontakt bleiben, egal wo ich bin, einfach denen Bescheid sagen, wenn ich was mache. Und einfach in Kontakt bleiben, damit sie wissen, wo ich bin, damit sie auch ihre Verantwortungspflicht und Aufsichtspflicht nachkommen können. Genau. Und ansonsten von Haushaltssachen, die ich machen muss. Also ich muss gar nichts machen. Ich kann machen, wenn ich helfen möchte. Ich kann den Tisch decken, dabei helfen oder den Tisch dann auch wieder abräumen. Jeder räumt seinen eigenen Teller weg. Und einfach so diese typischen Sachen vor und nach dem Essen. Aber ich muss auch nichts machen, wenn ich zum Beispiel Stress habe oder so, von wegen Geschirrspülmaschine ausräumen. Kann ich immer machen, muss ich aber nicht. Wer einfach als erstes da ist, der räumt es halt einfach aus. Er sieht, dass sie schon fertig ist. Ansonsten wasche ich tatsächlich meine Klamotten teilweise selber, aber einfach nur, weil die einen Waschtag haben. Beziehungsweise die meisten Sachen werden halt am Freitag gewaschen. Und wenn ich halt mal andere Sachen habe, dann wasche ich es halt einfach an den Tag, wo ich es dann brauche. Aber sie würden es auch waschen, wenn ich es wollte. Aber ich habe kein Problem damit, selbst zu waschen, also tue ich es auch. Einfach, sie haben mir gezeigt, wie die Waschmaschine funktioniert und wie alles im Haus funktioniert. Das heißt, ich bin ziemlich selbstständig hier. Und ansonsten habe ich tatsächlich, bin ich mit denen auch schon mal mit der Mutter und dem jüngeren Sohn spazieren gegangen auf einem Hügel in der Nähe. Also ich würde es jetzt nicht als Berg bezeichnen. Für die ist es schon relativ hoch hier, aber ich würde mal als Hügel bezeichnen. Wir haben einen Spaziergang gemacht und geredet mit dem Hund. Der Hund ist aber schon relativ alt. Das heißt, mit dem lange Spaziergänge zu machen, ist auch nicht immer so einfach. Aber ja, ansonsten hat jeder natürlich auch sein eigenes Leben. Und von mir wird nichts erwartet, dass ich irgendwie bei denen mitmache oder so. Ich kann, ich muss aber nicht. Und ja. Ich esse auch jeden Tag Abendbrot mit meinen Gasteltern und meinen Gastbrüdern. Also in den meisten Fällen, wenn ich mal draußen essen möchte, dann ist das auch kein Ding. Aber genau, jeder, der da ist, der isst dann einfach mit Abendbrot. Der Vater kocht meistens, weil der nur halbtags arbeitet. Und wir reden ein bisschen. Und danach gehen die meistens noch ins Wohnzimmer und gucken Fernsehen oder so. Ich bin auch jederzeit willkommen, da mitzugucken oder was Eigenes zu machen. Das lassen die mir frei. Ansonsten hat auch meine Gastfamilie kein Problem damit, wenn ich irgendwas mit Freunden unternehme oder so am Wochenende. Da muss ich jetzt nicht zu Hause sein fürs Abendbrot oder so, wenn ich nicht möchte. Ich bin auch jederzeit eingeladen, Freunde mit herzubringen. Das ist tatsächlich bei unterschiedlichen Familien auch anders. Aber ich darf das machen. Ich darf auch bei anderen Leuten übernachten. Also meine Gastfamilie ist ziemlich locker und geben mir da auch die Freiheit, die ich, sag ich mal, nicht brauche. Aber die natürlich nicht unangenehm ist. Und genau. Ansonsten ist meine Familie wirklich sehr nett. Hier sowieso in Irland sind die Leute sehr nett. Und die sind dann auch meistens nicht so streng, dass sie dir irgendwie vorschreiben, was du machen musst, an welchem Tag. Also jedenfalls nicht bei den Leuten, die ich jetzt kenne. Und genau, also an sich mag ich meine Gastfamilie wirklich. Es gab noch nie irgendwie Probleme, die nicht gelöst werden konnten. Und genau. Das war es tatsächlich auch heute schon wieder mit dem Video. Aber es gibt noch ganz viele andere tolle Videos auf diesem Kanal. Deswegen würde ich mich einfach da mal durchklicken und auch die Playlist angucken. Und ansonsten einfach deinen Kanal abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ihr könnt natürlich auch einfach mal bei Kulturwerke Deutschland anrufen. Da gibt es eine Nummer, um ein persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren, um euch ein bisschen zu informieren.
Und genau, dann ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Tschüss.